Hey, schön, dass ihr auch bei diesem wunderschönen Wetter wieder zu Orga TV eingeschaltet habt. Heute wie immer für euch im Studio Manuel. und Shaila. Und weil es draußen so schön ist und das schöne Wetter auch immer ein bisschen was mit einem ästhetischen Körper zu tun hat, zumindest ist der Körperkult inzwischen so bei uns, dreht sich heute in unserer Sendung alles um das Thema Sport. Für den Sommer, rank und schlank mit Unifit. Geiles Hula Hoop. Wir haben den Studenten mal zugesehen beim Hüftenschwingen. Sportlich unterwegs. Zehnkämpfer Lars Albert im Interview. Sag mal, Scheiler, schaust du denn Premiere? Premiere? Nee, eigentlich nicht, weil Premiere ist doch kostenpflichtig und Studenten haben doch nicht so viel Geld. Und da lohnt sich das nicht so ganz. Dabei gibt es doch da immer viel Sport zu sehen. Aber es gäbe ja auch andere Mittel und Wege, Premiere zu empfangen. Du meinst die illegalen Wege? Ja. Wie steht es denn bei dir mit Pay-per-View? Das kann ich nicht mal aussprechen. Was genau ist das denn? Sollen wir es mal üben, das Aussprechen? Das ist, wenn du quasi dir einen Film anguckst und dafür bezahlst. Also beispielsweise aktuelle Kinofilme, die erst kürzlich im Kino liefen, die kommen dann beispielsweise bei Premiere oder auch Kabel Digital und du bezahlst einfach fürs einmalige Gucken. Gibt es auch im Internet Ach auf diversen so, das Webseiten. heißt also quasi ist es die Videothek zu Hause. Genau, so ungefähr. Außer dass du, ja, also zum Ausleihen, es ist nicht deine persönliche Videothek, die Filme besitzt du nicht, sondern du leihst die aus für einmal zu gucken. Gut, na, das ist ja eigentlich eine ganz gute Angelegenheit, wenn es draußen regnet, schneit und gewittert und hagelt, da nicht unbedingt rausgehen zu müssen, um sich einen Film auszuleihen. Es ist auf jeden Fall mal besser als Premiere illegal zu gucken, denn der Bezahlsender hat jetzt angekündigt, gegen dieses illegale Gucken vorzugehen, wie uns Christian Mühler in den News weiter erklären wird. Tummelplatz Internet. Das Internet hat sich endgültig als Plattform für Auktionen und Kleinanzeigen durchgesetzt. In diesem Jahr werden rund 14 Millionen Deutsche Waren über das World Wide Web verkaufen. Somit liegt Deutschland im europäischen Vergleich weit vorne. Nur die Dänen machen den Deutschen den Platz an der Sonne streitig. Premiere jagt Schwarzseher. Der Pay-TV-Sender Premiere lässt den Vertrieb sogenannter gepatchter Receiver verbieten und die Geräte konfiszieren. Dem Importeur ist es ab sofort unter Androhung eines Ordnungsgeldes gerichtlich verboten, gepatchte Receiver herzustellen, einzuführen, zu verbreiten oder zu verkaufen. Rau könnte es allerdings auch für die Käufer solcher Receiver werden, da Premiere ebenfalls gegen sie juristisch vorgehen möchte. Erste vollautomatische U-Bahn. Deutschlands erste vollautomatische U-Bahn ist in Nürnberg inoffiziell in Betrieb gegangen. Das Projekt ist wegen seiner Besonderheit weltweit einzigartig. Der führerlose Zug startete auf seiner Jungfernfahrt pünktlich auf die 6,5 Kilometer lange Strecke. Der Bau der vollautomatischen U-Bahn kostete nach inoffiziellen Angaben 600 Millionen Euro. Nintendo erhöht Fun-Faktor. Der Konsolenhersteller Nintendo präsentiert mit Mario Kart Wii den neuesten Fun-Racer für die ganze Familie. Das knackige Rennabenteuer im bonbonbunten Mario Land liefert mit dem Wii-Wheel sogar gleich das passende Lenkrad mit. Wenn die eigene Wii-Konsole per Wireless LAN ans Internet gekoppelt ist, können gleich 12 Fahrer gegeneinander antreten. So, ihr seid jetzt hoffentlich genügend informiert über Premiere und das illegale Gucken. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unser News-Sprecher Christian Mühler ist vorhin zum sexiest männlichen Single des Orga-TV-Teams gewählt worden. Ich glaube, das liegt aber einfach nur daran, dass er der einzige Single-Mann in unserem Orga-TV-Team ist. Jetzt mach doch mal bitte dieses Voting nicht so kaputt.
Gut, ich korrigiere mich und sage, würden wir davon ausgehen, Manuel wäre Single, dann würde Christian trotzdem noch mit einem riesen Vorsprung an dir vorbeiziehen. Danke, das war sehr lieb, das war ein großes Kompliment. Wenn du das sagst, muss man es immer anders deuten. Oder hast du noch einen nachzulegen? Gerne. Nein, ich lege nicht nach. Wer übrigens, nochmal um einer Sache zu bleiben, wer übrigens Christian sehen möchte, er ist am Wochenende sehr wahrscheinlich in Chemnitz, also da müsst ihr Jungs, nicht Jungs, ihr jungen Mädels weit reisen. Aber Christian wird am Montag wieder in Saarbrücken sein und dann an der Saar bzw. auf der Saar mit dem restlichen Orga-TV-Team. Denn dann bereiten wir schon mal einen Teil unserer Sommersendung heute in 2 Wochen vor. Was es damit aber auf sich hat, verraten wir jetzt noch nicht, ne? Oder? Das verraten wir noch nicht, nur so viel. Wir wollen natürlich alle gut aussehen bei dieser Sendung. Deswegen haben wir uns mal auf die Spuren begeben, um zu gucken, was wir denn für sportliche Aktivitäten machen können, um die Bikini-Figur noch schnell in 2 Wochen irgendwie antrainieren zu können. Und das zeigt uns jetzt unsere charmante Redakteurin Alex. Hallo bei Orga TV. Der Sommer ist da und der Speck muss weg. Falls ihr, wie ich, diese Einsicht ein wenig spät getroffen habt, begleitet uns doch auf den Adventure-Trip durch die Sportaktivitäten der Universität des Saarlands. Wir befinden uns hier auf dem Beachvolleyballfeld und hinter uns auf dem Fußballplatz nutzen schon einige Studenten die ersten Sonnenstrahlen. Der erste Schritt zur Traumfigur ist die Fettverbrennung. Und Fett verbrennen könnt ihr am besten im Unifit, dem Fitnessstudio der Universität des Saarlandes. Und falls ihr euch schon die ganze Zeit gefragt habt, wofür eigentlich die Studiengebühren eingesetzt werden, das Unifit wird durch die Studiengebühren finanziert. Eine spannendere Art der Fettverbrennung ist das Tennisspielen. Die Uni stellt für alle Sportbegeisterten 3 Tennisplätze zur Verfügung. Um euch dafür anzumelden, geht einfach auf die Uni-Homepage. So, die Kalorien der Wopper, der Döner und der Biere der letzten Uni-Partys sind jetzt verbrannt und jetzt geht's an die Muskulatur. Für den perfekten Beyoncé-Booty könnt ihr unter anderem an Pilates teilnehmen. Pilates wird angeboten jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr für Anfänger und von 17 bis 18 Uhr für Fortgeschrittene. Der Beitrag für diesen Kurs beläuft sich auf 25 Euro pro Semester. Hier ein paar Eindrücke dazu. Ja. Vom Hochschulsport Unifit kostenlos für die Studenten ist sehr wichtig, weil ein großer Teil wirklich an Bewegungsmangel leidet. Das sieht man auch an den Körperformen. Das heißt, Sie finden, die Studenten sind zu dick? Einige schon. Wie erklären Sie das, dass Sie Fleischkäse anbieten? Der Fleischkäse an sich macht ja nicht dick. Man muss nur die Kalorien, wo man zu sich nimmt, auch richtig verbrennen. Und das macht man, indem man Sport treibt. Das heißt, man kommt zuerst zu Ihnen, isst ein Fleischkäse weg und geht danach 12 Stunden ins Unifit diesen Fleischkäse weg abtrainieren. Nein, 12 Stunden brauchen wir doch nicht dazu. Und sehr wichtig, bei schönem Wetter wird bei uns gegrillt. Auch kalorienbewusst. Pudeschwenker und Feta-Käse. Mein Name ist Holger Brehm und ich bin hier Trainer am Unifit und mache auch ein bisschen die Verwaltung. Das heißt, einerseits wie der Trainingsbetrieb läuft und andererseits, dass das Unifit auch organisiert ist halt. Und Sie würden sagen, das Unifit ist gut besucht? Also seit Semesterbeginn sind wir jetzt ja mittlerweile kostenfrei. Das heißt, Studenten müssen nicht mehr bezahlen, um hier trainieren zu können. Und da haben wir schon gemerkt, dass jetzt doch die Nachfrage sehr angestiegen ist. Wie viele Trainer gibt es hier? Zurzeit haben wir 13 Trainer beschäftigt. Einige schon fertige Diplom- oder Sportlehrer. Die meisten aber immer noch im Sportstudium betreffen. Das heißt aber sehr gute Qualifikation. Und wenn ich jetzt als Neuling hier ankomme, wie darf ich mir das vorstellen? Also zuerst machen wir ein Probetraining. Das heißt, ihr könnt mal ausprobieren, ob es euch hier überhaupt gefällt. Und wenn ihr dann sagt, okay, wir möchten gerne hier trainieren, dann machen wir euch einen Trainingsplan, der individuell auf euch zugeschnitten wird. Wie lange haben Sie geöffnet? Wir haben geöffnet Montag bis Freitags von 8 bis 11.45 Uhr, von 14 bis 22 Uhr und Samstag von 14 bis 20 Uhr. Hallo, du bist? Thorsten. Thorsten, wie hältst du dich fit?
Fitnessstudio und ab und zu ein bisschen Fußball spielen. Und was sehe ich da in deiner Hand? Ich unterstütze nur das Bruttosozialprodukt ein bisschen. Das Bruttosozialprodukt? Wirtschaft ankurbeln und so. Aber es hindert dich nicht an deiner Sportlichkeit? Nee, ich rauche ja auch nicht viel. Okay, und wie sieht für dich die perfekte Bikini-Figur aus? Ja, schlank. Durchtrainiert? Kommt drauf an, muss nicht sein. Also gute Proportion, das reicht schon. Also Madonna-like wäre schon zu viel? Ja. Also ich habe jetzt nur dieses neue Foto von ihr gesehen, da wo es aus dem Fitnessstudio kommt. Das muss nicht sein, das ist schon zu viel Muskeln. Ja, ist ein bisschen unsexy, wenn die Frau größere Armmuskeln hat als der Mann, oder? Ja, schon. Geklettern, Beachvolleyball spielen, Inlineskates fahren, joggen, Fitnessstudio. Machst du irgendwas hier an der Uni oder alles außerhalb? Nee, das Beachvolleyball hier an der Uni. Alles außerhalb, ja. Wie hast du davon erfahren? Das wusste ich einfach schon, weil ich die ganzen letzten Semester schon was gemacht habe. Ja, und deswegen wusste ich das schon. Kostet das was? Nee, das ist kostenfrei. Wie findest du generell die Vorschläge, die man uns hier Studenten unterbreitet? Ich finde, so vielfältiges Angebot ist eigentlich für jeden was dabei. Meistens auch nicht kostenpflichtig, ist eigentlich schon sehr gut. Achtest du auf deine Figur bei der Ernährung? Ja, okay, ich habe gerade ein Eis gegessen, aber ja. Das heißt, was machst du Diäten oder? Also Diäten mache ich gar nicht. Ich versuche mich einfach gesund zu ernähren und nicht so viel zu schnäken. Aber bei so einem Wetter dann auch schon mal ein Eis, ist schon in Ordnung. Während sich unser Moderator Manuel ausschließlich von Schnitzeln ernährt und das Fitnessstudio meidet, wie Amy Winehouse die Entzugsklinik, wollten wir euch zeigen, dass es auch anders geht. Die ein oder andere sportliche Aktivität wird auch für euch dabei gewesen sein, also ran an den Speck. Wir haben eine sehr, sehr kleine Auswahl des Uni-Hochschulsports hier sehen können. Es gibt natürlich noch weitere Angebote, die man nutzen kann. Manuel, ja, war denn da Schnitzel-Manuel etwas, bin ich übrigens. Schnitzel-Manuel, ne? Genau. War denn da was für dich dabei? Ich komm immer noch nicht ganz über das Schnitzel hinweg. Vor allem dieser Gerd. Gerd ist doch der vom Juristencafé, ne? der mir die Schnitzel auch teilweise vertickt. Ne? Das ist quasi einer meiner Schnitzeldiener. Einer deiner Schnitzeldiener. Ich hoffe auch, Gerd guckt zu. Liebe Grüße an Gerd. Ich habe ja betont, dass wir ihn erwähnen extra nochmal. Wir kommen zum Grillen, lieber Gerd. Nicht mehr. Oder du nicht. Ich meine, also Putenschwäger ist vielleicht noch Low-Cost, aber Feta-Käse? Eher nicht. Ich meine, ob das Kalorienarm ist, ich glaube es fast nicht. Oder? Ja, ab und zu, hast du ja gehört, der Gerd hat gesagt, ab und zu darf man sowas schon essen, man muss nur hinterher Sport machen. Ja, ich komme immer noch über das Schnitzel weg. Jetzt gehe ich einmal hin und versuche mal so ein 2,25 Kilo Riesenschnitzel für Orga TV zu futtern und was habe ich davon? Ey, gedisst auf ganzer Linie. Echt, Dankeschön. Das liegt aber auch daran, dass du bei der letzten Sendung, letzte Woche, noch ein weiteres Schnitzel hier gegessen hast. Und soweit ich mich erinnern kann, hast du gestern auch zum Mittagstisch ein Schnitzel gegessen. Nee, das war ein Cordon Bleu, das ist was völlig anderes, was absolut völlig anderes. Ich bin gar nicht so der Schnitzel-Junkie. Also normalerweise, das war jetzt reiner Zufall. Echt. Ach so, mehr Putenbrust und Feta. Feta nicht, ich mag Käse nicht so. Zumindest Feta nicht. Jetzt mal weg zum Essen, hin zum Sport. Wie sieht's aus? War da was für dich dabei? Ich fand dieses Pilates fand ich ganz super. Ich glaube, das mache ich auch mal hier so zack, 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 zack. Einfach mal das Stöckchen hoch, Stöckchen runter. Kaufe ich mir noch einen Hund, da kann ich Stöckchen auch mal werfen. Der Manuel spuckt schon wieder große Töne, wie bei dem Schnitzelessen. Nur, lieber Manuel, so einfach ist das, glaube ich, gar nicht mit dem Pilates. Du unterschätzt das. Ja, ich werde es mal zu Hause versuchen. Wenn ich nächstes Mal die Wohnung fege, ja, dann ziehe ich mir Salans besten Musikmix rein oder so und stemme dann ein Wesen ab und zu. Nächstes Mal, wenn die Nachrichten verlesen werden, kehre ich ein bisschen. Bitte nicht zu Hause, denn wir wollen auch was davon haben. Lass uns doch einfach ausmachen, dass wir nächste Woche gemeinsam das Pilates besuchen. Dass ihr das dann wieder macht wie beim Schnitzel. Ja, Manuel macht irgendwas, riskiert für euch seine Gesundheit und sein Leben und im Nachhinein kriege ich es dann zurück mit irgendwelchen... Würdest du nicht irgendwelchen... so große Töne spucken, lieber Manuel? Ich habe nie gesagt, dass ich das Schnitzel packe. Du hast gesagt, du wirst dieses Schnitzel für uns aufessen, aber das hast du nicht hingekriegt. Ich habe nicht gesagt, wenig, komplett aufessen. Genauso wenig glaube ich auch daran, dass du talentiert bist im Pilates, aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Wir nehmen natürlich für euch die Kamera mit, damit auch ihr das sehen könnt. Und eigentlich ist es mir ganz egal, ob ich jetzt talentiert bin im Pilates oder nicht. Gut, wenn nicht Pilates, dann was würdest du denn weiteres tun? Ich meine, wir können ja einen Deal machen, wenn du das wirklich machen willst. Ich gehe mit dir zum Pilates,
Ich überlege jetzt, ob ich das wirklich sagen soll, weil ich eigentlich gar keinen Bock auf Pilates habe. Aber für die Kamera würde ich es natürlich tun. Ja? Ja? Ich gehe mit dir zum Pilates und dafür gehst du zu mir zum Boxen. Hier, Hochschulsport, schön boxen. Das ist ein Deal, da bin ich dabei. Gehen wir mal ein bisschen an den Sandsack oder so. Ja, da bin ich dabei. Und dann kannst du mal ein bisschen pumpen und dann sehen wir mal, wie lange du das durchhalten wirst. Natürlich, ich bin ja froh um jede sportliche Tätigkeit, die ich machen kann, um einen tollen Bikini-Körper für den Sommer zu bekommen. Ja, für die Sommersendung in 2 Wochen. Für das, die Sommersendung da musst in 2 Wochen. Da musst du auch noch einiges tun, bis du soweit bist, ne? Ja, aber ja? Ich bin bereit dafür. Ich bin bereit dafür. Und das lohnt sich auch alleine schon, dich beim Pilates zu sehen, weil ich stelle mir vor, wenn du diese engen Leggings anhast. Ich wollte gerade fragen, hast du eine rosa Leggings für mich in meiner Größe, die mir passt? In deiner Größe? Was sollte ich mit einer Leggings in deiner Größe, lieber Manuel? Ich bin doch ein wenig schlanker als du. Keine Ahnung, vielleicht deine Brüder oder so, vielleicht haben die sowas. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu Hause auf der Couch sitzt. Es gibt ja Leute, die mögen Leggings, keine Ahnung. Nein, meine Brüder nicht, aber ich glaube, unser lieber Kollege Pionieris, der hat zu Hause in seinem Schrank bestimmt noch die ein oder andere. Pion, der gerade hinten in der Regie sitzt oder Pion, so? Pion, der gerade hinten in der Regie sitzt. Der mit der neuen Frisur, mit der neuen tollen Frisur. Die übrigens sehr sexy ist, lieber Pion. Schleimer. Okay, dann machen wir, sollen wir es wirklich festmachen? Ich gehe mit zu, wann ist Pilates immer? Freitags? Nein, Pilates ist montags. Das ist schlecht. Wann denn? Aber das macht nichts. Ich glaube, es gibt mehrere Angebote, weil der Uni-Hochschulsport ist ja noch so konzipiert, Gott sei Dank, dass es auch Ausweichtermine gibt. Und wir finden da bestimmt einen Termin und beim Boxen bin ich definitiv dabei. Ja, Dienstagabend, 17.30 Uhr Boxen. Na, ich freue mich drauf, wenn ich dir jetzt auf die Nase boxen darf. Ich empfehle es übrigens, ich finde das Training ganz gut dort. Übrigens auch für den ganzen Körper. Also richtig toll eigentlich, ne? Liebe Zuschauer, wenn dann unser Moderator Manuel bei der nächsten Sendung hier gemeinsam mit Uniprof Linneweber hier sitzt, wundert euch nicht, warum er eine rote, dicke Nase hat. Schon mal die Vorschau für die nächste Sendung, denn da geht es ums Thema Bachelor, Master und zu Gast sein wird nämlich Uniprofessor Linneweber. Mehr verraten wir jetzt aber noch nicht. Wir bleiben nämlich heute beim Thema Sport. Gut. Und das Boxen, ach Gott, ey, ich rede mich hier am Kopf und Kragen. Ich habe echt keinen Bock, diesen Pilates-Stab zu schwingen, aber ich sehe es schon kommen, ich muss es machen. Oder sollen wir einfach hier eine Privatstunde im Orga-TV-Studio machen, du und ich? Nein, weil ich bin, glaube ich, keine gute Pilates-Lehrerin. Deswegen greifen wir auf den Profi zurück und werden Dienstag, wenn du Dienstag nicht kannst, werden wir einen anderen Termin finden, werden wir Pilates... Montag kann ich nicht, Dienstag gehen wir ja boxen. Außer das ist vor oder nach dem Boxen, wobei ich nicht glaube, dass du das beides durchhalten wirst. Wir werden sehen. Aber was gibt es denn jetzt eigentlich noch hier so? Ich sehe, du hast. Wir bleiben beim Thema Sport, genau. Und ich habe hier dieses wunderbare Teil hier auf meinem Schoß. Kennst du das? Sieht aus wie ein Stepper im Fitnessstudio. Also steppen kann man damit auch. Das Ding ist aber das neue V-Balance-Board. Spielst du dann gerne, sitzt du gerne vor Spielekonsolen? Bin ich eher abgeneigt, weil damit verbinde ich immer dicke Leute, die keine Freunde haben und zu Hause sitzen und sich einen Bauch anessen. Gut, das war jetzt der nächste Diss für mich, weil ich ganz gerne mal auf der Couch sitze und ein bisschen Konsole zocke, wenn ich mal Zeit habe. Man sieht es. Hahaha, wir werden dich im Boxtraining sehen. Ich werde mich freuen, wenn du sabbernd in der Ecke hängst und nicht mehr kannst. Das Teil auf jeden Fall soll die faulen, gefräßigen Konsolezocker davon abhalten, faul und gefräßig zu bleiben und von der Couch weglocken. Und zwar mehr Bewegung im Wohnzimmer ist das Motto, denn mit diesem neuen V-Balance Board kam auch das neue Spiel V-Fit raus, das das Wohnzimmer zur Sporthalle macht. Wie unsere Studenten mit diesem Spiel abschneiden, das haben wir uns mal angeguckt und sie auf dieses Gerät gelotst. Stehst du auf Konsolenspiele, aber nicht auf dicke Plauze und Bier vor dem TV? Dann könnte das neue V-Board von Nintendo etwas für dich sein. Da ist voller Körpereinsatz gefragt. Ob Aerobic, Skispringen oder Laufen, jede Disziplin wird dich ins Schwitzen bringen. Wir wären nicht OrgaTV, hätten wir unsere Studenten nicht auf Herz- und Hüftschwung getestet. Everyone sing along to the state of the nation.
Sehr, sehr schöner Beitrag. Liebe Grüße an die Dame in dem rosa Rock, die doch sehr oft eingespielt wurde, Manuel. Keine Ahnung. Aber ich sehe gerade, Christian Müller gestikuliert, der hätte gerne eine Telefonnummer. Wenn du, junge Dame, uns also zusiehst, komm doch mal im Orga-TV-Studio vorbei. Wir sind nette Leute, zumindest manchmal. Eigentlich eher selten. Häufiger eigentlich gar nicht, aber naja. Junge Dame, schön, dass ich dich jetzt von hinten kenne, ja? Naja. Aber hast du gesehen, also wir sollten vielleicht Skispringen machen, da war ich nämlich richtig gut. Das, für mich ist dieses Wii Sport, ganz ehrlich, keine richtige sportliche Aktivität. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass man da irgendwelche Kalorien verbrennt. Naja, du liegst mir aber schon die ganze Zeit in den Ohren, dass du es mal spielen willst. Also kriegst du auch für die letzte Sendung das Ding hier aufgebaut und dann darfst du mal eine Runde zocken. Zumindest kannst du es mal probieren. Ich meine, vielleicht bist du ja gänzlich unbegabt für Sport. Da freue ich mich natürlich. Natürlich bin ich nicht unbegabt für Sport. Ja, das werden wir dann ja sehen, wie weit du dann kommst. Nee, ja, schauen wir schon. Wer übrigens nach eigener Aussage unbegabt ist, was Sport angeht, ist Professor Bieg, BWL-Professor. Das hat er uns gesagt, also finde ich jetzt nicht einfach. Denn wie man im Beitrag gesehen hat, ja, er war schon begeistert von der Wii. Er hat sich das richtig lange angeguckt und war sehr fasziniert. Ich wollte ihn eigentlich überreden, habe versucht, ihn zu überreden, sich da drauf zu stellen. Er wollte aber nicht. Ja, mit der Begründung, er sei zu unsportlich. Ach so, okay, gut. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was denn sein Problem ist. Aber wir werden auf jeden Fall noch probieren, auch in dieser letzten Sendung, wenn du dann auch darfst, vielleicht mal unseren Professor Scholz hier vom Lehrstuhl auf das Gerät zu bringen. Ja, gegen den trete ich doch gerne an. Ja, erstmal so zum Mal Boxen gehen und mit mir Pilates machen. Übrigens hoffe ich mal, dass irgendjemand mir in dieser Frauenwelt hilft und mitgeht. Also von der männlichen Seite. Ja, von der männlichen Seite. Gut, ich sehe schon, er ist heute echt ständig in unserer Sendung. Ich sehe schon gerade Christian Müller, wie er den Finger schnippt. Den Finger hebt und schnippt. Und also, Christian Müller und ich werden zum Pilates gehen. Unser charmanter News-Sprecher, der Peter Knöppel in den Schatten stellt, wird mit mir dann da auftauchen. Wir haben ja schon in der letzten Sendung beim Burgeressen festgestellt, dass Christian Müller ein Mädchen ist. Von daher freuen wir uns natürlich darauf, Christian beim Pilates zu sehen. Da bin ich also immer noch allein. Ich meine, wenn er auch zu den Mädels gehört, ja, das ist echt peinlich für mich, oder? Du stellst dir einfach nur vor, du wärst ein Junge, aber eigentlich bist du auch mehr ein Mädchen. Ich stell mir einfach vor, ich hänge die Wäsche auf. Beim Wii Fit. Wäsche aufhängen. Pfiffi, Hundchen, Stöckchen schmeißen, das werde ich machen. Das kommt bestimmt toll. Gut, das ist auch bestimmt ein neues Spiel bei Wii Fit. Aber nochmal zurück zur sportlichen Seite. Ja, das ist doch Sport. Was wir Frauen doch gerne sehen möchten, sind Männer mit einer starken Brust und vielen Muskeln. Also nicht jemanden wie dich. Brust? Ja, gut gebaut, Sixpack, etc. Genau, weil die Brust auch am Bauchnabel ist oder das Sixpack auf dem Brustbein. Oder? Er dreht mir das Wort im Mund rum. Nichtsdestotrotz sehen wir uns doch einfach mal einen attraktiven, sportlichen Zehnkämpfer an. Ja, es ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Und zwar war es so, dass ich erst über das Turnen kam
Und dann durch meine Eltern, die ja beide auch schon in der Leichtathletik tätig waren, zum Zehnkampf kam. Also nicht erst Zehnkampf, sondern erst Einzeldisziplin. Aber Zehnkampf hat mich immer schon fasziniert, der Mehrkampf. Und ja, dann bin ich dabei hängen geblieben und betreibe es jetzt schon seit schon über 10 Jahren. Ja. Ja, Zehnkampf ist so eine Disziplin für sich. Es ist Kampf um jeden Punkt, um jeden Zentimeter, um jede Zehntelsekunde. Es ist immer wieder ein Auf und Ab. Über 2 Tage hin wirklich Fight gegen den Mann, aber auch eine Freundschaft unter den Kameraden, die man eigentlich mit in keiner anderen Disziplin findet. Und das ist einfach Faszination Zehnkampf. Einfach über 2 Tage hin alles geben, alles jeden Zentimeter rausholen, das ist einfach geil. Was sind deine Lieblingsdisziplinen? Hast du welche? Stabhochsprung, die Würfel liegen mir ganz gut, Kugel, Diskus, Speer. Lauf ist natürlich immer ein bisschen anstrengend und auch nicht unbedingt die Lieblingsdisziplin von mir, aber muss man auch durch. Und von daher ist es eigentlich immer eine Abwechslung von vorne bis hinten. Was ist die absolute Höllendisziplin jedes Zehnkämpfers? Ich glaube, das sind schon die 15 Meter. Das sind 9 Disziplinen, die liegen hinter einem, 2 Tage, dann die letzte Disziplin nochmal zusammenzuraufen. Und dann geht es auch schon mal um ein paar Plätze nach vorne oder nach hinten. Und kann man einiges verlieren, aber auch einiges gewinnen. Von daher ist es schon die wohl anstrengendste Disziplin. Ja. Also ist klar, dass der Sport erstmal an erster Stelle steht und im Moment ist es eigentlich so, dass ich recht wenig mache in der Uni, jetzt weil auch Olympia ansteht dieses Jahr und ich vielleicht noch nach Peking will. Und da habe ich es ein bisschen reduziert, aber die Uni bietet mir eigentlich recht gute Möglichkeiten. Die Dozenten sind da recht einsichtig und erlauben mir auch mal, sagen wir mal, ein bisschen mehr Fehlzeiten als den anderen Studenten, von daher ist es einmal eine ganz gute Sache. Und was studierst du? Ich studiere Sport und Geografie auf Lehramt, also ich werde irgendwann mal hoffentlich an irgendeiner Schule im Gymnasium im Saarland tätig sein und das ein oder andere Kind mal zum Sport bringen. Ja. Aber jetzt natürlich erst vor der Karriere. Du hast es erwähnt, Olympia steht vor der Tür. Genau. Wie sieht da ganz genau deine Vorbereitung auf? Genau. Ja, der erste Wettkampf steht in gut einer Woche an. Und das Ziel ist 8050 Punkte, ist die Olympianorm, dies will ich schaffen. Und dann Mitte Juni geht es in Rating dann wirklich um die 3 Plätze für Peking. Und ich werde alles daran setzen, in Peking dabei zu sein und mein Bestes zu geben. Und ja, vielleicht geht die Reise dorthin. Wie sieht's aus? Wer sind deine Konkurrenten, die schärfsten? Ja, es gibt so einige dieses Jahr. Also ich sag mal so, es sind 8 Leute, die diese Punktzahl machen können, 8050 Punkte. Wird wahrscheinlich nicht reißen, aber muss 8200 Punkte wahrscheinlich machen. Und die härtesten Konkurrenten werden wohl die letztjährigen WM-Starter sein. André Niklaus, Hallenweltmeister 2006, Norm Müller und Arthur Abel aus Ulm. Also es wird ein heißes Rennen, geiler Fight dieses Jahr in Rating und ich hoffe, ich kann da ein bisschen mitmischen. Mitgeben, die vielleicht oder jungen Athleten, die jetzt anfangen mit Spitzensport-Zehnkampf oder auch im Breitensport-Zehnkampf, was sollen sie machen, damit sie so gut werden irgendwann mal wie du? Also eins ist schon mal klar, man muss nicht unbedingt den Zehnkampf so leistungssportlich betreiben wie jetzt. Also ich kann es nur jedem mal empfehlen, der mal so das Erlebnis haben will. Es gibt jedermann-Zehnkämpfe, einfach mal so einen Kampf zu machen und es ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, auch untereinander, so mit den einzelnen Athleten untereinander mitzukämpfen, auch seine eigenen Schwächen dann zu haben, im Lauf, im Wurf, im Sprung. Und von daher einfach mal versuchen, wenn die Lust da ist, kann man das natürlich steigern und bis zum hohen Alter auch machen. Also es gibt immer noch 60-Jährige, die immer noch jedermann Zehnkämpfe machen. Kann man denn mehr über dich erfahren, wenn man jetzt gesehen hat, wie du so trainierst? Hast du eine Internetseite? Ja, ich habe eine Internetseite www.lars-albert.de und die wird ständig aktualisiert mit Bildern, mit News und einfach mal vorbeischauen. Jeder Klick lohnt sich und ja, in Ratingen, wer Zeit und Lust hat, einfach mal ins Auto setzen, nach Ratingen kommen und dabei sein und mich anfeuern.
So, während hier unsere Beiträge sind, passiert hier immer ganz viel heute. Christian hat gerade sich mit mir kurz geschlossen und hat gesagt, er freut sich schon wahnsinnig auf Pilates und hofft, dass ich auch wirklich Zeit habe, mit ihm dahin zu gehen, denn er sieht darin durchaus Chancen, nette Mädels kennenzulernen. Außerdem haben Shaila und ich uns versöhnt. Und zwar finden wir, dass wir beide sehr sportlich aussehen. Ne? Oder? So war es doch. So war's doch. Jetzt leider nicht mehr, weil ich bin Sarah. Entschuldigung. Übrigens, das war jetzt so ein Körper, den wir eben gesehen haben, der dir gefallen würde, so ein Männerkörper. Da kann ich nicht nein sagen. Echt? Echt. Ja. Und wie muss eine Frau aussehen? Die Frage kannst du dir doch besser beantworten. Ach. Die muss natürlich so aussehen wie ich. Ich bin nicht so oberflächlich. Gut, einigen wir uns darauf, dass sie so aussehen muss wie ich. Okay, also falls wir es wirklich hinkriegen sollten, werden wir zu Pilates und Boxen gehen. Versprechen kann ich es und will ich es noch nicht. Wir versuchen es auf jeden Fall. Das war's soweit für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste und übernächste und überübernächste Woche und überhaupt immer mittwochsabends 18.18 Uhr bei Orga TV ein. Nächste Woche, unser Thema wird sein, wie vorhin schon kurz angesprochen, Bachelor- und Masterstudiengänge. Zu Gast, Universitätsprofessor Volker Linneweber, also Universitätspräsident, Professor Dr. Volker Linneweber, jetzt habe ich es einmal richtig gesagt. Und außerdem freuen wir uns nach diesem dann doch sehr diskussionswürdigen Thema auf eine lockere Sommersendung heute in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut und schaltet nächste Woche wieder ein.